Da läuft das falsch. Und da wird uns ja oft vorgeworfen, dass wir da irgendwie eine verkürzte Kapitalismuskritik machen. Jetzt will ich da einen Text zitieren und da sage ich nachher, was von welcher Quelle das ist, wer es noch nicht weiß. Und da geht es auch um das Thema Zinseszins. Dann bitte nicht mit mir auseinandersetzen, sondern mit dem Schreiber dieses Schreibens. Gucken wir mal, was zu meinen. Also, Stoff zum Nachdenken. Der Zinseszinseffekt. Darüber sind sich selbst die Fachleute selten einig. Ist es die Finanzpolitik? Sind es die nationalen oder internationalen Zentralbanken? Nein. Es ist ein Konstruktionsfehler in unserem Geldsystem. Der Zins auf Zins. Wir befinden uns in einem soliden Denkgefängnis, in dem wir uns in Bezug auf das Thema Geld eingerichtet haben. Die Kritik am Geldsystem stimmt zwar, aber wir verfügen nicht über die Macht und den Willen, es zu ändern. Der Zins gehört zum Eingangsparadigma, das alle Ökonomen akzeptieren müssen, von Bankberater bis zum anerkannten Experten der Betriebs- und Volkswirtschaftslehre. Alle ökonomischen Modelle und Berechnungen setzen den Zins als gegeben voraus. Das heißt, an jeder Uni und so weiter und so fort, das ist ganz klar, Zins und Zinseszins gehört halt einfach dabei. Das ist so in den Köpfen, bevor alle anderen Thematiken nach oben drauf kommen. Die Frage hierbei ist, wollen wir ein Geldsystem, das Stabilität gewährleistet, oder bevorzugen wir ein System, das großen Wohlstand auf Kosten anderer ermöglicht? Langfristig wird jedes Geldsystem durch Zins und Zinseszins zusammenbrechen. Das ist einfach eine Tatsache. Doch unser Geldsystem ist nicht Gott gegeben. Wir Menschen haben es geschaffen und könnten es auch wieder verändern. Es gibt Lösungsansätze und Geldentwürfe, zum Beispiel das Regionalgeldprojekt Chiemgauer, die einen Nutzen optimieren und helfen, Geld zu schaffen, das weder einem krankhaften Wachstumszwang unterliegt, noch eine ständige Umverteilung von der großen Mehrheit der Menschen zu einer kleinen Minderheit verursacht. Der Trend hält unvermindert an, wie aus dem aktuellen Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung hervorgeht. Geld ist an für sich eine der genialsten Erfindungen der Menschheit. Ohne Geld gäbe es keine Spezialisierung und damit keine arbeitsteilige Zivilisation. Aber wir haben ein völlig festgefahrenes Verständnis davon entwickelt, was Geld ist, als sei das heutige das einzige denkbare oder akzeptable Geld. Und verdrängen dabei, dass es auch schon viele, viele andere funktionierende Geldsysteme komplett ohne Zins und Zinseszins in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Ja? Jetzt ist hier ein kleines Bild, das sieht man jetzt hier natürlich nicht richtig. Da sieht man so ein paar Bäume, so wie der ganz kleine anwächst und irgendwann stehen dann die Bäume, sind alle gleich groß, stehen nebeneinander. Das ist ein natürliches Wachstum, es wächst, irgendwann hört es auf zu wachsen. Und da vorne dran sieht man dann die Geldmünzstapel, wie sie klein werden und immer größer und irgendwann gar nicht mehr ins Bild reinpassen, weil dort halt eben der exponentielle Zinseszinseffekt mit drin ist. Jeder natürliche, gesunde Organismus hört ab einer bestimmten Größe auf zu wachsen. Im Hinblick auf das Geld trifft dies jedoch nicht zu. Das auf Zins und Zinseszins basierende Geldsystem ist kein natürlicher Organismus. Dieses künstliche Konstrukt folgt einem grundlegenden anderen Wachstumsmuster, dem sogenannten exponentiellen oder Verdopplungswachstum, verursacht durch den Zinseszinseffekt. Anfangs wächst das verzinste Geld um sehr geringe Beträge, dann aber kontinuierlich schneller und schließlich verläuft die Wachstumskurve fast senkrecht. Und das will ich einfach nochmal klar machen, das ist vielleicht das Problem, warum so viele das nicht in den Kopf reinkriegen, was das eigentlich bedeutet. Wir können uns exponentielles Wachstum nicht vorstellen. Das geht einfach gar nicht im Kopf, dass die Kurve auf einmal so und auf einmal wird alles von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr doppelt und dreifach so teuer und verdoppelt sich einfach nur durch dieses exponentielle Ding. Also ich kann das im Kopf nicht richtig hundertprozentig fassen. Je höher der Zins, desto schneller, je niedriger der Zins, desto langsamer führt es zum Kollaps. Das gilt spiegelbildlich auch für die Schulden. Sehr dramatisch zeigt sich da die Situation in den Entwicklungsländern, in Anführungsstrichen. Ein afrikanischer Präsident äußerte sich 2008 auf einem Gipfeltreffen wie folgt. Lasst euch das wirklich mal auf der Zunge zergehen. Wir haben 1985 5 Milliarden Dollar geliehen. 5. Bis jetzt, 2008,
haben wir 16 Milliarden Dollar zurückgezahlt. Das Dreifache schon. Jetzt wird uns gesagt, dass wir immer noch Schulden haben wegen der Zinsraten mit seinem Zinseszinseffekt der Kreditgeber. So sieht es nämlich in der Realität aus. Und das bedeutet, dass Menschen in diesen Entwicklungsländern kein Geld haben, weil die nicht entschuldet werden und so weiter und so fort. Ist ein immer größeres Wachstum gemessen am Bruttoinlandsprodukt, BIP, wirklich der ultimative Wohlstandsindikator? Oder sollte man nicht Bedingungen schaffen, die das Streben nach möglichst hohem Bruttoinlandsglück fördern? Darüber sollten wir nachdenken. So, vielen lieben Dank. Und wem das jetzt eine zu verkürzte Kapitalismuskritik ist, der setzt sich bitte mit seiner Sparkasse des Vertrauens in Rosenheim Bad Aibling zusammen, die es auf der Website veröffentlicht. Danke sehr. Ja, ich bin jetzt hier gerade planlos bis hier, weil ich war jetzt in so